Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück in unserem Safari-Park, der meiner Meinung nach mittlerweile schon echt sehr, sehr schnieke aussieht. Also wir sind ja schon sehr, sehr weit gekommen, wie ihr seht. Und das gefällt mir auch alles sehr, sehr gut. Und ich habe sogar schon ein paar Dinge vorbereitet. Und zwar habe ich hier Tore erstmal provisorisch eingebaut. Die Dinger hier wollte ich nochmal wegmachen. Das mache ich mal eben fix. Und zwar habe ich die jetzt erstmal so eingebaut. Weil ich glaube, eine viel, viel bessere Lösung wird es gar nicht geben. Weil das Problem ist, viele haben geschrieben, ich kann das hier nicht rund machen. Aber das liegt nicht daran, dass es rund ist. Es liegt einfach daran, dass man Tore nicht direkt an Wegen bauen kann. Das heißt, ich werde immer so einen Abstand zu einem Weg brauchen. Und ich denke mal nicht, dass ich das dann groß anders als so machen kann. Aber so schlimm finde ich die Lösung jetzt nicht. Das geht eigentlich klar. Von der Hauptseite aus sieht man davon ja rein gar nichts. Und ja, ich finde, das geht klar. Also ich bin damit eigentlich zufrieden. Vielleicht fällt euch ja noch eine bessere Lösung für die Tore ein. Ihr habt schon einige Vorschläge reingeschrieben. Aber naja, so ist das halt. Natürlich habe ich unseren neuen Dinosauriern auch Namen gegeben. Da habe ich zum einen mal Littlefoot. Der wurde tatsächlich sehr, sehr oft vorgeschlagen, dieser Name. Und ich finde den auch sehr, sehr passend für diesen, was ist denn das nochmal? Ein Apatosaurus. Also finde ich sehr, sehr passend. Littlefoot war ja, glaube ich, auch einer dieser Sorte oder so. Ich weiß gar nicht, welcher er genau war. Kann gut sein, dass er ein Apato war. Und dann haben wir zum anderen nochmal den Namen Nico. Der wurde auch einmal vorgeschlagen. Dafür habe ich mich auch entschieden. Und dann haben wir auf der anderen Seite natürlich noch unsere zwei Baryonyxe. Und die haben meiner Meinung nach sehr, sehr lustige Namen bekommen. Zum einen Schnappi, wie das Krokodil. Finde ich aber auch irgendwie passend. Also wenn man ihn so optisch mal betrachtet. Und da haben wir zum anderen... Wo steckt er denn, der Junge? Er versteckt sich gerade, das Alpha-Tier. Dann haben wir zum anderen... Langmaul ist auch natürlich ein passender Name, auch eher ein witziger Name, aber so heißen unsere beiden Baryonyxe. Vielen, vielen Dank an alle, die Namensvorschläge in die Kommentare geschrieben haben, habe ich mich sehr drüber gefreut. Und wir werden jetzt erstmal weitermachen und zwar mit dem Gehege hier. Ich würde sagen, bevor wir jetzt hier großes Gehege gestalten, brüten wir mal eben die neuen Dinos aus, die da rein sollen. Und da hat jemand vorgeschlagen, dass wir doch zwei von den Carcharodontosauren reinmachen können. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig ausgesprochen. Ist ein schwerer Name. Und ich würde sagen, hier nehmen wir das Regenwaldmuster, weil das gefällt mir immer sehr, sehr gut. Schau mal eben bei dem Sozialen, da haben wir es. Wie das denn aussieht, ob man ihn noch auf 3 boosten könnte, rein theoretisch. Ich weiß nicht, ob 3 zu viel ist. Krankheit ausgebrochen, eieiei. Wir können das ja einfach mal machen und dann können wir im Zweifel vielleicht noch einen weiteren hinzufügen. Wäre ja auf jeden Fall nicht schlecht. Habitat sollten wir vielleicht noch ein bisschen runter. Obwohl, brauchen wir das? Wir machen einfach enger Raum, kann nicht schaden. Und ansonsten würde ich sagen, wir boosten ihn auch noch ein bisschen von der Bewertung her. Warum nicht? Einfach irgendwas reinmachen. So, 330 ist doch schon ordentlich. Und 373. Davon brüten wir dann mal. Wir machen zwei verschiedene Farben, würde ich fast sagen. Ich mache noch ein Dschungelmuster, finde ich auch immer sehr, sehr schön. Und dann schicken wir mal eben unseren Jeep los. Wer ist denn erkrankt? Ach, hier im ersten Gehege. Ja gut. Wahrscheinlich, bis der Jeep da ankommt, wird der nächste schon erkrankt sein. Aber so ist das halt. Und dann würde ich sagen, können wir uns jetzt diesem Gehege hier widmen. Was ich sehr, sehr cool finde. Und ich finde es auch cool, dass man das von hier oben so schön beobachten kann. Diese hintere Ecke, da will ich am liebsten tatsächlich das Wasser hinmachen. Das heißt, dass man den, die Carcharodonto-Dingsbums auch öfter da mal beobachten kann, weil sie dann da hingehen. Und ich würde sagen, deswegen machen wir jetzt hier auch erstmal etwas Wasser. Vielleicht können wir das hier so ein bisschen der Form anpassen mit dem Zaun. Okay, hat geklappt alles mit dem, mit der Heilung. Also super. Und die Futterstation, die würde ich tatsächlich sehr, sehr gerne hier vormachen. Damit man natürlich auch von dieser Beobachtungsgalerie was zu gucken hat. Also da hat man auch noch so eine sehr, sehr gute Sicht. Natürlich wollen wir das Ganze hier nicht so trist und glatt und gerade machen. Ein paar Hügelchen bauen wir da ein, aber nicht so viele. Weil Fleischfresser sind tatsächlich, glaube ich, nicht so die Freunde von hügeliger Gegend. Aber so ein bisschen unebener kann man das auf jeden Fall gestalten. Schauen wir mal, wie wir das machen. Wir können gleich auch mit dem Glätt-Tool hier noch ein bisschen rübergehen. Sieht das nicht ganz so krass aus. Ich mache es halt wirklich nur leicht gehügelt.
hügelt. Hier vorne will ich eigentlich keine Hügel machen. Hier könnten wir vielleicht nochmal so einen Hügel machen. So. Ich weiß jetzt nicht, ob das... Hebt das dann hier den Zaun an? Na, das geht klar. So, dann ist es wenigstens nicht ganz so eben. Und dann machen wir ein paar Bäumchen rein. Und dann war es das eigentlich schon fast mit dem Gehege. Weil für das Gehege Gestaltungsmöglichkeiten hat man da wirklich nicht großartig. Also, das ist, man hat da wirklich, wirklich wenig Möglichkeiten. Was ich sehr schade finde. Aber so ist das halt. Es sind schon fast so viele Bäume. Ich würde hier sagen, noch eine kleine Lücke drin lassen. So. Genau, das Tor ist dann schön verborgen. Dann machen wir noch vereinzelte Bäume hin, auf jeden Fall. Zack. Das gefällt mir ganz gut. Hier vielleicht an der Seite noch ein paar Bäume. Ist eigentlich schon fast ganz cool. Hier noch ein paar Bäumchen. Oh, jetzt habe ich es entfernt. Ja, super. Hier noch ein paar Bäumchen hin. Aber wir müssen hier halt aufpassen mit den Bäumchen wegen der Sicht. Nicht, dass uns die Sicht versperrt wird. Das wollen wir dann im Endeffekt auch nicht. So, ich würde fast sagen, das reicht aus für unser Gehege hier. Finde ich ganz schick. Mal gucken, ob man noch eine gute Sicht hat. Ja, die hat man. Die ist perfekt, Leute. Wirklich. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Sollte für die Karchar... Oh, ich sollte diesen Namen nicht so oft aussprechen. Ihr wisst Bescheid, für die soll es auf jeden Fall ausreichen. Und von hier vorne sollte man auch eine sehr gute Sicht haben. Ja. Das ist doch schnieke. Also... Reicht auf jeden Fall aus. Fleischfresser sind da ja sowieso nicht so wählerisch. Im T-Rex geht's auch super. Na, fühlst du dich alleine? Ich habe jetzt mal wieder den Tag-Nacht-Zyklus angemacht, damit wir hier mal auch den Park bei Nacht und so weiter sehen. Und die beiden Dinosaurier hier sind fertig. Ich lasse sie mal frei. Und ihr könnt mir wie immer schöne Namensvorschläge für diese auf jeden Fall unten in die Kommentare schreiben. Würde ich mich drüber freuen. Ah, der sieht schon cool aus. Ist schon ein cooler Saurier. Gefällt mir sehr, sehr gut. Man kann leider jetzt gerade die Farbgebung von dem Dino gar nicht so gut sehen, weil es so dunkel ist. Aber ich glaube, der wird auf jeden Fall gut in unseren Park und in das Gehege passen, was wir gemacht haben. Ich würde sagen, wir holen mal den Helikopter schon mal, betäuben ihn. Lass noch den anderen frei. Schauen uns das auch nochmal an. Vielleicht sieht man ja schon ein bisschen den Unterschied. Ja, nicht wirklich von der Farbe. Aber die sehen schon sehr bedrohlich aus, die beiden, ne? Das ist schon nice. Boah, der hat auch einen coolen Schrei. Nicht schlecht. Ist das nicht ein schöner Anblick hier mit den Lichtern so ein bisschen? Ist zwar gerade ein bisschen nebelig und schlechtes Wetter, aber es sieht meiner Meinung nach schon sehr, sehr schön hier aus mit diesem ganzen Platz. Also es ist jetzt hier gerade die Sicht von diesem Hotel hier aus und es gefällt mir wirklich, wirklich gut hier, was wir hier gebaut haben. Ist echt schön geworden, auch hier mit der Beleuchtung und sowas. Und ihr seht das schon im Hintergrund, da kommen unsere beiden Karkarodontosauren angeflogen. Aber wir haben sogar noch eine Sache vergessen in deren Gehege und zwar ein Ziegenfutterspender, den habe ich ganz vergessen. Den machen wir mal einfach hier hin. Der ist ja ganz egal, wo der ist. Das macht ja keinen großen Unterschied. Jetzt schauen wir mal eben, wie sie hier landen und ob sie sich wohlfühlen in ihrem wunderschönen neuen Gehege. Und denkt dran, schöne Namensvorschläge unten in die Kommentare. Da kommen sie beide zeitgleich und synchron. Nicht schlecht. Und da laufen sie los, die beiden. Sehr, sehr cool. Brüllen erstmal noch dem Helikopter hinterher. Und jetzt geht's erstmal ans Futtern. Sehr schön. Scheinen sich direkt sehr wohl zu fühlen. Und ich habe tatsächlich den mir noch gar nicht so genau angeguckt. Der sieht echt cool aus. Also gefällt mir echt gut. Schauen wir eben. Schaut hier gerade so schön in die Kamera. Der ist schon nice, ne? Sehr, sehr schuppig auf den Kopf. Also sehr, sehr dicke Haut, denke ich mal. Nicht schlecht. Cooler Dinosaurier und ich finde, der passt auch sehr, sehr gut in den Park. Also danke für den Vorschlag, diesen in unseren Park aufzunehmen. Als nächstes wird unser großes Pflanzenfressergehege kommen. Das kommt, wie gesagt, hierhin.
Und bei dem großen Pflanzenfresser-Gehege möchte ich wirklich viele Dinosaurier unterbringen. Und ich möchte ganz viel Wert darauf legen, dass wir eine schöne und tolle, wie heißt denn das Ding? Gyrostation, also so eine Gyrosfahrt, eine Gyrostationsfahrt haben, also mit diesen Kugeln. Also da werden wir hoffentlich eine schöne Strecke designen. Mal gucken, was uns da möglich ist, was uns vom Spiel gegeben wird. Ich versuche auf jeden Fall wieder das Beste rauszuholen. Dafür muss ich jetzt aber erstmal etwas hier die Landschaft wieder begradigen und Bäume entfernen. Es wird hier gerade ein bisschen heller und jetzt sieht man ganz gut von unseren beiden neuen Dinosaurier die Farbunterschiede. Gefällt mir sehr, sehr gut. Der eine so ein bisschen bräunlich, rötlich, der andere so ein bisschen grünlich. Sehr, sehr nice. Der eine schläft hier gerade, also keine Angst, dem geht's nicht irgendwie schlecht oder so. Wir können ja mal kurz warten, bis er aufsteht und aufwacht. Oh, da wacht er schon auf. Sehr galant, wie er aufsteht. Nicht schlecht. Habe ich auch noch nicht gesehen, die Animation. Naja, wollen wir die beiden nicht weiter stören, sollen sich mal in Ruhe einleben. Und ich habe natürlich hier vorne schon einiges vorbereitet und geglättet. Und genau hier soll ja unser großes Pflanzenfresser-Gehege hin. Ich hoffe echt, dass der Platz ausreicht, aber so klein ist das gar nicht. So, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir damit hinkommen. Ich würde tatsächlich anfangen mit einer, ja, Gyrostation hier. Und dann schauen wir mal, wie wir das mit der Gyrostation genau umsetzen und ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Es wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ich würde fast den Anfang, ja, warum nicht? Wir könnten den Anfang fast hier machen. In so einem Bereich. Ich fange einfach mal random irgendwo an. Einfach zack. Und die Strecke könnten wir, ne, die machen wir noch nicht. Wir ziehen jetzt erstmal ein paar Mauern. Ich habe da nämlich auch eine Idee, wie ich das gerne hätte mit der Station. Und das machen wir nämlich wie folgt. Sonst sieht man doch immer so Striche. Wisst ihr, was ich meine? Auf der Linie, wo man so einen Zaun oder so zeichnet. Na, ist ja auch halb so wild. Wir machen das ganze Ding mal eben. So. Ah, das ist schön. Und auch hier ungefähr die gleiche Länge. So. Genau. Jetzt sieht man die Striche, guck mal. Ah, das Gebäude musste fertig sein. Aber es ist ja ungefähr die gleiche Länge. Dann versuchen wir jetzt mal eben, wir machen das mal so. Hier zwei länger. Habe ich jetzt da noch was hingemalt? Das wollte ich gar nicht. Und jetzt sehe ich wieder nicht die Striche. Ah, die sieht man nur, wenn man den geschwungenen Modus anhat. Ah, gut zu wissen. Machen wir mal ungefähr, ja, bis Länge 3 ungefähr. Machen dann hier auch noch ein Stück hin, dass wir einen Rastpunkt haben. Weil ich würde ganz gerne hier eine Kurve ziehen. Ah, die ist natürlich nicht gleichmäßig jetzt. Das muss ich nochmal eben ändern. Jetzt müsste die Kurve ungefähr gleichmäßig sein. Genau, und das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite auch nochmal. Schauen wir mal eben. So. Ungefähr machen wir das nach Augenmaß. Hier drei lang. Und dann wieder in die andere Richtung. Drei. Und einen dran, dass wir einen Einrastpunkt haben. Und damit haben wir dann eine ungefähr gleichmäßige Kurve auf beiden Seiten. So, das sieht sehr, sehr gut aus. Das passt soweit, denke ich. Sehr schön. Und jetzt machen wir noch dahinter. Mal schauen, wie nah wir hier herangehen können. Das ist eine gute Frage. Geht das? Oh, das geht sogar. Cool. Okay, sehr gut zu wissen. Machen wir auf jeden Fall hier auch so ein Zaunstück. Müssen wir mal schauen. Ist das machbar, dass wir... Oh ja, das ist machbar. Sehr gut. Dann haben wir hier nämlich genau die richtige Länge. Und auch hier machen wir das Gleiche. Mal so ein Ding ziehen. Fern einmal das Ding. Dann haben wir es auch hier gleichmäßig. Machen dann hier wieder den Zaun natürlich weg. Und auch hier soll dann eine ungefähr gleichmäßige Kurve kommen. Ich frage nur, wie breit ist das ungefähr? Ungefähr 2, vielleicht ein bisschen weniger. Das heißt, wir können rein theoretisch so machen. Wenn wir jetzt die Kurve ziehen, sollte das ungefähr gleichmäßig sein. Das sieht eigentlich ganz gut aus, oder?
glaube, wir haben alles einigermaßen richtig gemacht. Machen das hier auch nochmal das gleiche. So, ein bisschen weniger als 2. Und dann hier die Kurve. Das sollte jetzt ungefähr... Ja, das kommt eigentlich ganz gut hin. Dann würde ich sagen, machen wir die Wand hier, die wir einmal hier ziehen. Die machen wir einmal mit so einer dicken Mauer. Und ansonsten arbeiten wir das Ganze mit diesem Zaun hier ab. Ich würde sagen, wir gehen erstmal mit so einer Kurve hier hinten rein. Und hier wird es jetzt interessant. Wie machen wir hier den Zaun genau von unserem Gehege? Ich würde fast sagen, dass wir nicht ganz rangehen auf jeden Fall. Ich kann ja erstmal noch ein Stück so. Wir wollen auch nicht zu viel Platz verschenken, aber auch nicht zu groß bauen. Ich denke, der Platz von unserem Gehege wird schon echt gigantisch werden. Also da mache ich mir gar keine Sorge. Ich hoffe, ihr seht das jetzt. Also hier soll sozusagen so ein kleiner Bereich sein, wo dann die Gyrostation losfahren kann. Und genau, ich würde sagen, wir ziehen jetzt erstmal den Grundriss von dem Gehege einmal rundum. Hier natürlich schön am Parkrand entlang. Schön geschwungen, nichts eckig machen. Wenn wir da ein bisschen Platz verschwenden, ist auch nicht so schlimm. Wir wollen natürlich das Maximum rausholen. Oh, hier geht's ganz schön hoch, ne? Na, ist egal. Machen wir so. Das passt. So einen kleinen Bogen rein. Und damit haben wir unser Gehege schon abgeschlossen. Das sollte von der Größe echt für einige Pflanzenfresser reichen. Also wenn ihr es mal vergleicht, das ist locker doppelt so groß wie zum Beispiel hier dieser Kreis oder das Gehege. Also das passt eigentlich. Wir müssen dann viel an den sozialen Genen der Dinosaurier arbeiten, damit die auch viele andere Dinosaurier in ihrem Gehege akzeptieren. Genau, und dann wollte ich anfangen mit der Rute. Weil die Rute ist im Endeffekt das, worauf alles aufbauen soll. Das heißt, die Rute, die schlängelt sich einmal hier raus. Und dann, ja, wie machen wir das denn am besten? Erstmal so ein Stück gerade. Ich würde tatsächlich auch gerne mit so ein bisschen Bergen und so arbeiten. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das genau mache. Wir können ja erstmal so machen. Genau. Das ist schon mal sehr gut. Und wenn die Gyrostation dann losfährt, würde ich am liebsten es tatsächlich so haben, dass wir direkt in einen dichten, tiefen Wald kommen. Wo man einfach erstmal nichts sieht. Ich bin echt gespannt, wie das dann im Endeffekt aussehen wird, wenn man da drin sitzt in dieser Station. Haben wir auch schon mal so ein bisschen Bäume hin. So. Genau, erstmal so ein Stückchen Wald. Dann kann meinetwegen es hier losgehen mit ein wenig Wasser. Direkt an der Strecke. Ich weiß ja nicht, wie nah man das machen kann. Oh, das kann man schon sehr nah machen. Das ist gut. Oh, das ist perfekt. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Dass man schön umringt mit Wasser ist. Das ist auch ein ganz schönes Stück. Also wir müssen jetzt die Strecke definitiv ein Stück weiter zeichnen. Ich hätte es am liebsten noch größer gehabt, aber viel mehr Platz können wir jetzt hier auch nicht wasten. Wir können uns ja hier so ein bisschen durchschlängeln. Genau, hier, dieser Bogen ist nämlich geil. Aha, das könnte alles so klappen, wie ich es mir vorstelle. Na, hier kann ich natürlich schon wieder nichts mehr zeichnen an Wasser, ne? Ach, super. Shit, das geht natürlich schon wieder nicht. Das heißt, wir müssen die Route bearbeiten. Ich habe das Ganze nochmal ein wenig überarbeitet. Also man fährt dann hier durch den Dschungel, links und rechts, ganz viele Bäume, Wasser. Hoffentlich schon der ein oder andere Dinosaurier, der dann hier durch die Wälder streift. Wäre auf jeden Fall mega cool. Ich habe dafür tatsächlich als kleiner Trick hier hinten einmal Futterspender eingebaut. Das heißt, die Dinos haben dann auch das Verlangen, hier rüber zu laufen, dass sie hier einmal durchlaufen. Und ich würde sagen, wir springen mal wieder zurück in die Gyrosphäre. Da sind wir wieder. Genau, dann fährt das hier weiter. Ein ganzes Stück hier so durch den dichten Dschungel.
Hier vorne, also hier vorne links soll man natürlich nicht durchschauen können. Da muss der Wald gleich noch ein bisschen dichter. Das muss ich mal eben machen. Das ist nämlich wichtig für das, was ich vorhab. Genau, jetzt sollte man hier eigentlich nichts mehr sehen können. Perfekt. Nein, das war das Falsche. Das wollte ich nicht. Ich wollte natürlich in die andere Geosphäre. Und genau, dann hört hier schon auf der linken Seite das Wasser auf irgendwann. Auf der rechten ist immer noch tiefster Dschungel. Hier geht es dann ein kleines Stück runter. Was ja auch sehr, sehr nice aussieht eigentlich. Und dann soll man hier... Ist zwar ein bisschen steil hier. Ich weiß nicht, ob das zu steil ist, aber nö, das geht eigentlich. Dann soll man hier über so eine Kuppe hinauffahren und dann irgendwann, wenn man über diese Kuppe gucken kann, unseren Park im Hintergrund und eine wunderschöne Ebene erblicken, wo dann hoffentlich ganz, ganz viele Dinosaurier grasen werden, was trinken werden und so weiter und so fort. Ich hoffe, ihr könnt euch ungefähr vorstellen, was ich vorhabe. Also man kommt so über die Kuppe und dann erblickt man so die riesigen Dinosaurier und so. Aber das wird sich alles erst rausstellen, ob das wirklich so geil und atmosphärisch rüberkommt, wie ich es gern hätte, wenn wir die Dinosaurier natürlich in unserem Gehege haben. Aber wir schauen mal. Ich mache mal ein bisschen weiter hier und halte euch auf jeden Fall auf den Laufenden. Wir können ja vielleicht mal ein bisschen gemeinsam hier wieder gestalten. Natürlich können wir hinten auch noch Wald machen und so. Mir hat auch jemand in die Kommentare geschrieben, dass ich nicht alles bewallen soll, weil das ja unnatürlich wäre, aber ich finde es eigentlich bewaldet immer schöner, als wenn das so kahl ist. Also, ist euch das zu viel Wald hier in meinem Park, oder geht das noch? Also, ich finde, das geht noch klar. Ist ja auch eine wilde und verwucherte Insel, ne? Also, von daher finde ich das eigentlich nicht so schlimm, muss ich sagen. Gerade hier am Rand, den Zaun will ich halt ein bisschen verstecken. Ich glaube, ich will nochmal eben hier hinten so einen kleinen Berg hinzaubern, zumindest so ein bisschen Erhöhung hier. Müssen wir mal schauen, das ist... Berge zu bauen hier, die gut aussehen, ist echt nicht einfach. Guck mal, hier kann ich gerade gar nicht anheben, weil das Juro-Ding hier im Weg ist. Boah, habt ihr den? Genau, so. So, und dann holen wir auf jeden Fall das Glättetool nochmal raus. Aber erstmal heben wir natürlich hier nochmal die Strecke ein wenig an. Dass die auch nicht die ganze Zeit auf so einer Schrägen sind. So, so, so. Ja, und dann glätten wir nochmal. Ein ganzes bisschen. Noch ein paar Bäumchen. Ich weiß auch nicht, ob ich so zufrieden damit bin, aber wir werden das jetzt erstmal ausprobieren. Wir werden gleich erstmal einige Dinosaurier hier freilassen und dann wird das Ganze auch belebter aussehen und so weiter. Also das wird auf jeden Fall helfen. Wir müssen natürlich auch einige Futterspender dann hier unterbringen. Hier vorne vielleicht noch einen. So, und dann würde ich schon fast sagen, dass wir uns daran machen, jetzt einige Dinosaurier rauszusuchen und auszubrüten. Und dann gucken wir mal, wie das ganze Gehege dann wirkt. So, meine Freunde, ich habe jetzt das ganze Gehege etwas belebter gemacht. Es sind jetzt einige Dinosaurier hier im Gehege. Und zwar haben wir da, ich kann es euch mal am besten in dieser Sicht zeigen. Ja, ihr seht schon. Wir haben da drin jetzt 5-mal den Archaeornithitomus. Ja, was auch immer. Dann haben wir 4-mal den Brachiosaurus. 5-mal den Stegosaurus. Ja, die treiben sich auch schon hier in dem Wald rum, weil ich hier Futterstation platziert habe, wie ihr seht. Also das klappt ganz gut. Dann haben wir 4-mal den Parasaurolophus, den haben wir hier. Und 4-mal den Mayasaurus, wo haben wir den? Da. Oh, was flitzt der gerade so? Eieiei, der ist aber schnell unterwegs gewesen. Und 3-mal den Olorotitan. Den Olorotitan und den Mayasaurus, den hat sich tatsächlich jemand gewünscht in den Kommentaren. Fand ich eine gute Idee, deswegen habe ich sie auch umgesetzt. Oh, der versteckt sich aber ganz schön im Dschungel hier. Für diese ganzen Dinosaurier könnt ihr wieder reichlich Kommentare auf jeden Fall schreiben, also Namensvorschläge. Und mit etwas Glück landet ihr dann hier in meinem großen Pflanzenfressergehege.
Ich muss jetzt mal gucken, dass ich hier die Gestaltung des Geheges noch ein bisschen besser vornehme. Und die Verteilung der Futterspender müssen so sein, dass sich die Dinosaurier auch mehr verteilen. Aber ihr seht schon, das klappt ganz gut, dass die hier hinten hingehen, die Dinosaurier. Und dann gehen die auch hier über diese Strecke, wo dann die Gyrosphäre sozusagen langfährt. Also das ist ganz cool. Das können wir uns auf jeden Fall am Ende nochmal angucken, wenn wir hier fertig sind. Aber ihr seht schon, das ganze Gehege ist jetzt sehr belebt. Also es gefällt mir echt gut. Und das sieht sicherlich auch sehr nice aus, wenn man da hinten über die Kuppel kommt. Und dann sind hier so eine Menge Dinosaurier. Da ist natürlich vor mir gerade jemand anderes. Müssen wir mal kurz warten, bis wir dann hier über die Kuppe fahren. Auf die Ebene, wo uns dann hoffentlich jede Menge Dinosaurier erwarten. Oh ja, seht ihr das? Die Sonne strahlt. Und da gucken einen schon die Brachiosauren an. Da kann man sich hier wirklich umschauen. Oh, ist das nicht ein schönes Bild? Und mit diesem wunderschönen Bild möchte ich mich auf jeden Fall bei euch verabschieden. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich selber ein Like und einen netten Kommentar freuen. Und denkt auf jeden Fall daran, einen Dino-Namensvorschlag dazulassen, falls ihr das möchtet. Es sind ja wieder einige Dinos diese Folge ja, freigelassen worden. Also da ist die Chance recht hoch, dass ihr hier in meinem Park aufgenommen werdet. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut, euer Dandy.